Hunde mit dem Herzen führen. Hey ihr Lieben, wir, das bin ich, Julia Schmidt, auch Jules genannt, HTS-Hundetrainerin und Anita Balser, Gründerin und seit über 30 Jahren das Herz der Hundeteamschule, heißen dich herzlich willkommen zum Podcast Hunde mit dem Herzen führen. Dieser Podcast wird dich mit seinen authentischen Geschichten tief berühren und dich in Kontakt mit deinem Herzen bringen. Dies kann die Beziehung zu deinem Hund grundlegend wandeln. Viel Freude mit der heutigen Folge. 2 Wochen sind wieder mal rum und Anita, wir sind bei der 10. Folge angelangt. Das ist der Wahnsinn. Hast du dir das jemals gedacht, dass wir schon 10 Folgen haben? Ehrlich gesagt habe ich gedacht, boah, in der 2. Folge habe ich doch schon keinen Bock mehr. Aber das macht mir wirklich Spaß und das Interessante, das ist wirklich besonders. Es macht mir auch Spaß, wenn ich müde bin, weißt du? Mhm. Weil in der Regel, wenn ich To-Dos habe, irgendwie egal. Und wenn du nur sagst, mach ein scheiß Instagram-Video und ich bin müde, dann habe ich keine Lust, dann mag ich das nicht. Und das ist bei dem Podcast nicht der Fall. Also super, echt. Ja, mir gefällt es auch. Und zur 10. Folge haben wir uns ja was überlegt, beziehungsweise haben wir ja vor 1 oder 2 Wochen mal online gestellt, falls es Fragen zu uns gibt, oder zu HTS oder sonst was, sollen Kunden, Zuhörer, Zuschauer uns einfach mal ein paar Fragen stellen. Und Anita, es kamen wirklich viele Fragen rein. Ja, das ist cool. Ich bin gespannt. Ja, dazu noch für die Hörerschaft da draußen. Die Anita hat die Fragen nicht vorher gelesen. Ich habe da ein bisschen einen Vorteil, weil ich sie sortiert habe und so weiter. Aber wir wollen das ja so authentisch wie möglich machen. Genau. Deswegen, die Anita kennt die Fragen nicht. Ich habe sie grob überflogen, als sie gestellt wurden, habe sie dann gesammelt. Also ich habe jetzt auch nicht täglich mir die Fragen durchgelesen. Deswegen, Authentizität geht auch weiter, würde ich sagen. Ja. Kurz nur zur Erklärung, wir haben ganz viele Fragen auch bekommen, die irgendwelche Korrekturarten von HTS beinhalten oder wie unterscheidet sich HTS von anderen Methodiken, würde ich es jetzt mal nennen. Die haben wir bewusst jetzt mal rausgelassen, weil dazu gibt es ganz, ganz, ganz viel Input auf Facebook, auf Instagram, kostenfrei natürlich auch. Und deswegen haben wir die einfach rausgelassen, weil die nicht auch noch im Podcast dann beantwortet werden sollen. Also ihr Lieben, schaut auf Facebook, schaut auf Instagram. Falls ihr eure Frage nicht wiederfindet, in der Regel haben wir schon mal irgendwann irgendwo was dazu gesagt. Ja, genau. Gut. Gespannt. Anita, wir starten mit einer ganz einfachen Frage. Ja. Hast du deine Katze noch? Nein. Akima ist gestorben, leider. Da haben wir noch in Schmitten gewohnt. Das heißt, lass mal überlegen, ich glaube, 2020 sind wir hergezogen. Ein Jahr, also es müsste 2019 gewesen sein, die hatte Katzen-Aids. Vermuten wir jedenfalls. Also mein Mann hat mich irgendwann ganz aufgeregt gerufen, hat gesagt, mit der Katze stimmt was nicht. Und dann saß sie vor der Tür mit so Schleim, kann man nicht anders beschreiben, mit so geschäumt. Vom Maul und da haben wir die natürlich sofort eingepackt. Das war gar nicht so einfach, weil Hakima ein totaler Freigeist war. Mhm. Und die sich selbst in so einem Zustand, obwohl es hier wirklich schlecht ging, also das fand die gar nicht lustig, da in so eine Box gestopft zu werden. Und sind zum Tierarzt, zu dem, den ich auf dem Werbeschild irgendwann, weißt du, ein Dorf weiter gesehen habe, weil ich musste zu dem Zeitpunkt nicht mit den Hunden zum Tierarzt und ja, also auf jeden Fall. Und dann sind wir dahin und dann ich glaube, das kennen viele Hundebesitzer, ey. Wie viele tausend Entscheidungen du auf einmal treffen sollst irgendwie, weißt du? Mhm. Wir können noch das machen und das können wir noch und das. Und ich sage, was ist denn die Diagnose? Und dann hat sie gesagt, sie vermutet halt Katzen-Aids. Ich sage, kann die Katze das überleben? Sagt sie, nein, in dem Zustand, ja. Dann habe ich gesagt, fertig, die wird eingeschläfert. Und das war sehr traurig. Wirklich sehr traurig, weil die Katze und ich ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis hatten. Also mein Mann hatte ein viel besseres Verhältnis zu der Katze als ich. Die war ja von Anfang an so, ne? Ich habe gedacht, ne, bist du da, bist du nicht, da ist auch egal. Aber es hat mich doch getroffen, weil es so plötzlich kam. Mhm. Ja, verstehe ich auch. Das ist immer schwer. Immer. Das wenn man ich so eine auch. Entscheidung treffen muss. Ja. Das finde ich auch. Ich bin wirklich auch meinen Hunden bisher sehr, sehr dankbar, dass sie mir Zeit gelassen haben, also zumindest die meisten Zeit gelassen haben, mich auf den Abschied vorzubereiten, indem sie einfach alt geworden sind und schwach geworden sind und dement geworden sind und so weiter. Ich hatte einfach Zeit.
Und damit kann ich auch umgehen, wirklich gut umgehen. Aber die Katze, das war aus dem Nichts, also aus dem Nichts, keine Ahnung. Es war nicht schön und wir haben sehr oft überlegt, wieder eine Katze anzuschaffen. Glaubst gar nicht, wie oft ich auf irgendwelchen Tierheimseiten war. Aber wir haben ja jetzt am Wochenende auch wieder Erlebe deinen Hund und weißt du, ich will eine Freigängerkatze, alles andere kommt, Hauskatzen geht gar nicht für mich. Und ja, jetzt stell dir mal vor, ne? Hast hier in der Kundschaft einen Katzenjäger und der killt dir die Katze oder so oder verletzt ihn oder so. Ja, bist ja auch nicht jedes Mal dabei. Wie meinst du das? Bin ich jedes Mal dabei, wenn die Katze Naja, gehen wird, oder? wenn die Kunden in der Pause Gassi gehen zum Ja, Beispiel, natürlich kommt die und Katze raus. selbst wenn ich dabei bin, Ja, ja, genau. das, und es wäre, ich bin ziemlich sicher, also würden wir wieder so eine Katze kriegen wie Hakima, so ein Freigeist, der würde nichts passieren, die war viel zu intelligent, ja, die hätte, glaube ich, da, gut, kann immer auch mal Pech dabei sein und so, aber ich meine, Katze nicht in die Katze reingucken und leider muss ich sagen, so viel Ahnung ich von Hunden habe, so wenig Ahnung habe ich von Katzen. Ich Also, habe sogar Angst vor Katzen, Anita. hast Angst vor Katzen. Wirklich, ja. Schuld. Ja, ich schäme mich selbst dafür, aber es ist leider die Wahrheit. Okay, wir Dann waren gerade. etwas ausführlich beantwortet, aber nein, Ja, Hakima alles gibt es gut. leider Du hast nicht. eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage gebracht. Okay. Du hast gerade Erlebe deinen Hund erwähnt. Ja. Es ist ein bisschen was Längeres. Moment. Der Auftritt von Anita damals bei Erlebe deinen Hund war ein Wahnsinnsgefühl, einer Ikone im Real Life zu begegnen. In Ich ihr gleich aus Haus. meinem Rollstuhl. In ihr Haus zu dürfen, morgens mit ihr da zu sitzen und Kaffee zu trinken. Alles irgendwie surreal und doch von einer wahnsinnigen Wärme und Herzlichkeit geprägt. Ich war völlig geflasht und ich bin es immer, ich bin es bis heute. Wie gehst du, liebe Anita, mit diesem Berühmtsein um? Hat das was mit dir als Person gemacht? Und wann wurde dir das bewusst, dass du quasi ein Promi bist? Da kommen wir jetzt gar nicht klar drauf auf die Frage. Also erstens empfinde ich es nicht so. Also ich finde es sehr schön, dass die Kundin das so beschreibt und so empfindet. Das ehrt mich sehr, aber ich empfinde mich überhaupt nicht als irgendwie bekannt oder prominent oder sonst irgendwas. Was ich aber sagen kann, ist, ich wurde im Jahr 2014 oder 12. Ich wurde eingeladen zu einem Hundesymposium in Berlin. Und als ich dort ankam und gesehen habe, welche Kollegen mit mir auf der Bühne stehen, da wurde es mir schon ein bisschen anders. Weil das waren für mich, weißt du, das waren Vorbilder nicht, ich habe keine Vorbilder, aber das waren einfach Menschen, denen ich einen ganz hohen Respekt entgegengebracht habe. Und die haben die gleiche Zeit auf der Bühne bekommen wie ich. Und dann bin ich zu dem Veranstalter, ich sage jetzt mal nicht, wer das war, ist egal, auch ein ganz, ganz bekannter Mann in meiner Welt, zu dem hin und habe gesagt, sage mal, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, mich einzuladen? Und da hat er gesagt, ich glaube, dass du dir über deinen Stellenwert in der Hundewelt nicht bewusst bist. Ich glaube, dass du nicht weißt, was du bewirkst und verändert hast. Und macht das was mit mir? So eine Aussage, also von geschätzten Kollegen auf jeden Fall. Das macht was mit mir. Und aber nochmal, ich empfinde es nicht so. Und im Gegenteil, es ist fast vielleicht ein bisschen befremdlich, wenn es so zu sehr gehypt wird. Weißt du, was ich meine? Ich sage den Leuten dann immer gerne, ich gehe genauso kacken wie du. Also, weißt du, um das wieder so auf Augenhöhe zu kriegen, weil dieses Überhöhen eines Menschen für den, der überhöht wird, ein Problem sein kann, wenn er gerne möchte, dass ihr euch auf Augenhöhe unterhaltet. Verstehst du, was ich meine? Also, ne, wenn es too much ist irgendwie, dann denkt man so, ich will mit dir auf einer respektvollen, gleichberechtigten Ebene kommunizieren. Das ist jedenfalls mein Wunsch. Und wenn ich dann so ein bisschen sehr in den Himmel gehoben werde, ist das schwierig. Aber wie gesagt, als prominent und so empfinde ich das alles nicht. Ich weiß, ich habe irgendwann
nach diesem Symposium mit Pedita Lübe-Scheuermann, die kennen bestimmt einige auch, Hundetrainerin. Wir haben, ich weiß gar nicht, ich bin da hingefahren, habe sie besucht. Ich kann dir gar nicht mal sagen, warum. Und da saßen wir im Garten so. Wir sind ungefähr die gleiche Zeit gestartet, auch in der Hundewelt und so. Und dann saßen wir bei ihrem Garten und dann hat sie gesagt, dann haben wir uns so unterhalten über das ganze Problem, dass Hundetrainer sich da gegenseitig die Augen ausstechen und so. Und dann hat sie gesagt, komm, lass uns doch zusammen was machen, lass uns doch was organisieren, lass uns die Hundewelt zusammenbringen an einem Nachmittag oder an einem Tag. Und dann setzen wir uns alle zusammen und dann so halt, ja. Ja, ne, gesagt, getan. Sie hat gleich gesagt, ich habe für Orga keine Zeit. War nicht schlimm, ich habe es sehr gerne gemacht. Und ich habe Pontius und Pilatus angeschrieben für einen Termin im August zu einem Hundetrainertreffen bei mir im Garten. Und ich habe alle angeschrieben, alle, also auch die, von denen ich wusste, die sind nicht meine Schiene, ja. Mhm. Die sind auch alle nicht gekommen, die haben aber sehr nett abgesagt, also sehr nett abgesagt. Mhm. Kann ja auch sein, weißt du, die sind alle verplant, wie ich auch, ja, dass die wirklich auf den Termin nicht konnten. Nun gut, jedenfalls am Ende saß ich mit, ich glaube, 20 der deutschlandweit bekanntesten Hundetrainer in meinem Garten und habe gegrillt und wir haben gelabert und wir hatten, Thomas Baumann war da und Gerd Leder war da, also Urgesteine des Hundetrainings. Und da weiß ich, dass es so einen Moment gab, ich saß so am Tisch, habe über die ganze Situation drüber geschaut, wo ich gedacht habe, krass, diese ganzen Leute, deren Bücher du gelesen hast, sitzen in deinem Scheißgarten und grillen mit dir. Und um das jetzt abzuschließen zu der Frage, macht sowas was mit mir? Auf jeden Fall. Das hat wirklich was mit mir gemacht, weil das fand ich großartig. Aber alles in allem kann man, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, sagen, dass ich den Wert, ich nenne das jetzt extra mal in Anführungsstrichen Marktwert, von HTS auf dem großen Markt der Hundeschulen, dass ich das persönlich nicht realistisch einschätze oder viel weiter unten ansiedeln würde, als es in Wirklichkeit der Fall ist, wenn das mal einer irgendwie untersuchen würde. Wenn ich jede Frage so ausführlich beantworte, sitzen wir übermorgen noch hier. Ja, wir haben ja schon so oft versprochen, dass wir ein bisschen länger machen und ja. Das geht schon mal bei der 10. Folge. Ja. Okay, dann eine sehr, sehr süße Frage. Warum seid ihr eigentlich so niedlich? Wer denn? Wir zwei oder was? Ja. So niedlich ist wirklich nicht unbedingt ein Wort, was Menschen einfällt. Im Zusammenhang mit meiner Person und sei mir nicht böse, mit deiner auch nicht. Naja, also niedlich bin ich wirklich nicht. Ich hatte früher tatsächlich auch eine Aversion gegen Menschen, die mich süß genannt haben. Ich mag das nicht, ja, das wenn jemand sagt, ich bin ja süß. Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Also, wir sind einfach, wie wir sind. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das, was man uns halt nachsagen kann, und das ist ja eindeutig im Feedback auf den Podcast, wir sind halt echt, weißt du? So, hier wird nichts gekünstelt, hier wird nichts Dings und das macht vielleicht auch einfach sympathisch. Ja, ja, finde ich auch. Okay, dann eine ganz einfache Frage. Ich möchte sie nur nochmal, also diese Frage wird ja auch tausendmal immer gestellt, auch ohne Podcast. Ich will aber, dass es einmal im Podcast beantwortet wird. Ja. Anita, wie werde ich Trainerin in deinem Team? Okay, also ich muss von hinten anfangen. Nahezu jeder, der als Kunde mein Team auf einem Seminar kennenlernt, kann man sagen, gleichen sich eigentlich die Feedbacks über dieses Team. Also es wird immer gesagt, die Menschen sind authentisch, die Menschen sind vor allen Dingen liebevoll, die sind wertschätzend, die sind respektvoll und so weiter. Ja, und es wäre natürlich total geil, wenn ich jetzt sagen könnte, ja, das sind die alle, weil ich einfach so ein krass guter Ausbilder bin. Das ist aber leider nicht das Geheimnis. Das Geheimnis ist, dass du dich bei mir nicht bewerben kannst. Also du kannst mir nicht eine E-Mail schreiben und zu mir sagen, ich möchte, das kannst du schon machen, bringt halt nur nichts, ja, weil die Antwort ist immer gleich, nein, ich suche mir meine Trainer persönlich auf den Seminaren
aus. Das heißt, ich bin auf dem Seminar und dann fällt mir irgendjemand ins Auge und da ist wirklich wichtig, als Mensch, nicht als Hundehalter. Das kann sein, dem sein Hund zieht wie ein Berserker an der Leine und er kriegt vielleicht sogar HTS nicht umgesetzt. Darum geht es nicht. Ne? Es geht darum, dass ich muss in dem Menschen etwas sehen. Ich muss das Gefühl haben, der brennt innerlich. Ja, es geht nicht um Umsetzung und wie geil der eigene Hund ist. Das ist mir alles am Anfang total egal. Das können wir immer noch erarbeiten. Aber das ist... Also mittlerweile, früher habe ich diese Entscheidung komplett alleine getroffen. Mittlerweile ist es so, dass wenn ich jemanden auf dem Seminar ins Auge fasse, dass ich das Team, was dann dort vor Ort ist, frage, sag, was denkt ihr so? Ich würde den gerne ins Team nehmen und so. Und dann kommt halt eben wieder ein Ja oder Nein. Und ja, so, das ist mal Schritt eins. Dann gehe ich zu demjenigen hin und frage ihn, ob er sich das vorstellen kann, ein Teil meines Teams zu werden. Und da muss ich sagen, haben wir eine 95%-Quote. Also 95% der Menschen, die ich frage, wollen es auch machen. Also nur 5% sagen ab und dann meistens aus organisatorischen oder familiären Gründen sozusagen. Ja, genau. Und dann muss man ein bisschen Geduld haben, weil ich mache nicht jedes Jahr einen Lehrgang für die Trainerassistenten. Das heißt, eine Ausbildung zum HTS-Trainer gibt es bei mir nicht offiziell. Jedenfalls, es gibt offiziell nur eine Ausbildung zum Trainerassistenten. Und der Trainerassistent ist derjenige, der im Prinzip den Trainern auf dem Seminar zuarbeitet. Das heißt, dass der Trainer einfach länger Zeit für seine Kunden hat. Und dafür besucht man ein Lehrgang. Der Lehrgang beinhaltet 3x4 Tage. Und genau nach diesen 3x4 Tagen verpflichtet man sich dann 12 Monate die Hundeteamschule zu begleiten, und zwar auf 8 bis 10 Seminaren und auf, ich glaube, 6 bis 8 Intensivtagen. Ja. Das ist das sogenannte praktische Jahr. Und nach diesem Jahr steckt man die Köpfe zusammen, ob es bei HTS weitergehen kann oder nicht. Also es gab auch Leute, wo nach dem Trainerassistenzjahr, also nach dem praktischen Jahr, klar war, das wird nichts. Das lassen wir, das ist wirklich für alle Seiten Zeit- und Geldverschwendung. Genau, und wenn man dann, also wenn man sich wirklich gut entwickelt, ich spreche jetzt wirklich von der optimalen Entwicklung, also ne, gibt da natürlich viele, viele Varianten. Wenn es optimal gelaufen wird, dann wird man nach einem Jahr Co-Trainer und dann vergeht wieder, da will ich jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen, weil das ist erst relevant, wenn es überhaupt so weit ist. Und wenn es wieder optimal läuft, wird man nach einem Jahr dann HTS-Trainer. Also im optimalen Fall 3 Jahre quasi, ja, dauert die Ausbildung. Ja, genau. Genau. Ja. Tja. Ich bitte, von Zuschriften abzusehen. Also ich habe tatsächlich eine einzige, das war die Elli. Ne, da hätte ich mich, glaube ich, im Nachhinein hätte auch einen Arsch abgebissen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Die hat angefragt per E-Mail und da habe ich gesagt, geht nicht, bla bla bla. Und dann hat sie, nee, ich regle ja sowas immer gerne über WhatsApp, weil es schneller geht. Die hatte mich angeschrieben und dann habe ich gesagt, na, schick mir eine WhatsApp und bla 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 bla. Und dann ging das so ein bisschen hin und her und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht und so weiter. Und dann ist mir, das habe ich noch nie zu einem gesagt, der auf dem Weg gefragt hat, irgendein Furz ins Hirn geschossen. Da habe ich gesagt, mach mir ein Video. Nee, du hast erst zu ihr gesagt, mach mir eine Sprachnachricht. Und dann fandst du ihre Stimme so sympathisch. Ja, genau, genau. Und danach habe ich gesagt, mach mir ein Video. So. Und das hat nicht so lange gedauert. Da habe ich mein Video. Von der Elli mit ihren 2 Collies und bla. Und die hat mir die angeguckt. Aber jetzt, also die kannst du ja nicht nehmen. Ja. Und jetzt muss man schon sagen, sie ist... Also wirklich ein zentraler Trainer in unserem Team durch die Erfahrung und so weiter. Aber toll. Bitte davon abzusehen. Ich habe es nur der Vorständigkeit habe erzählt. Okay, dann was ganz anderes. Ja. Wer hat die Hunde besser im Griff, Mann oder Frau? Ich kann dazu sagen,
dass ich dazu nichts sagen kann, beziehungsweise finde ich nicht, dass es eine Tendenz gibt, wer die Hunde besser im Griff hat, sondern die absolute Tendenz ist ganz klar, dass mehr Frauen auf Seminaren und Gruppenintensivtagen sich anmelden. Und jetzt aber mittlerweile kommen immer mal mehr Partner mit. Weiß nicht, wie das früher war, aber Ja, seit ich ja. dabei bin, und das Nee, ist ja jetzt auch nee, schon ein Weilchen, ist Früher, es. gab es gar keine Männer. Ah, Das gar keine. ist jetzt wirklich so 5, 6 Jahre oder so. Wobei ich trotzdem sagen muss, leider tut mir leid, liebe Damen, ihr könnt jetzt die Taschentücher rausholen. Im Griff ist ja so eine Sache. Ja. Verstehst du? Ja. Aber wenn du mich fragen würdest, wer hat weniger Schwierigkeiten mit dem Hund? Frau oder Mann, dann auf jeden Fall der Mann. Und dafür gibt es auch eine Begründung. Erstens, Männer, also erstens haben die meisten Männer ein anderes Auftreten. Zweitens, und auch das tut mir leid für uns alle Damen, gibt es mehr Männer in Führungspositionen als, als Frauen. Leider ist natürlich alles nicht richtig, aber es ist einfach nur mal Fakt. Drittens, Männer haben eine andere Stimmlage als wir Frauen. Ja, das heißt, insbesondere jetzt im Bereich der Korrekturen oder dem Hund mal zu sagen, lass das, das kommt bei einem Hund anders an, wenn es mit einer tiefen Stimme gesagt wird als bei einer Frau. Viertens, Frauen machen sich viel, viel mehr Gedanken, viel mehr Gedanken und müssen sie auch, weil oft die Gewichtsverhältnisse nicht stimmen. Also ich kenne unzählige Pärchen, wo der Mann, wenn der Hund in der Hundebegegnung auslöst, den Hund problemlos halten kann, also ohne auch nur zu wackeln, und die Frau liegt auf der Nase. Und der Hund ist ja nicht doof, das weiß der. Ja, so. Und das ist einfach so. Ich würde gerne was anderes erzählen, was ein bisschen emanzipierter klingen würde, aber Fakt, das ist einfach Fakt, ja, so. Die Männer, die, das möchte ich auch noch an der Stelle erzählen, die zu uns ins Training kommen, das sind, genau wie du gesagt hast, in der Regel Partner. Und die sind ja in der Regel ehrlich, ne? Also da sagen 80%, wenn die fragst, warum bist du hier? Meine Frau hat mich hierhin geprügelt. Weil die sehen die Notwendigkeit gar nicht, zum Seminar zu kommen, ja? Das ist, Ja. die fragen sich, hey, was soll denn? Das läuft doch alles mit dem Hund, ja? So, und man muss aber auch sagen, dass meine persönliche Erfahrung jetzt mit Partnern ist, ne, die kommen halt zum Intensivtag, die Frau, ja, und alles schlimm. Und und der Mann steht die ganze Zeit im Hintergrund, weißt du, mit so verschränkten Armen und breiten Beinen. Ne, dem willst gerade eine reinhauen, wie er da steht. Und dann fängst du an zu arbeiten. Und spätestens nach der zweiten Runde, da sieht man ja dann die großen Verbesserungen, auf einmal passiert da was im Kopf. Und ich habe es nicht selten gehabt bei Intensivtagen, dass nach 2,5 Stunden, also wir sind quasi fertig, der Mann gesagt hat, darf ich auch mal. Und dann ist es aber so, dass das, was ich Frauen bildlicher erklären muss, der Mann sich übers Zugucken schon geholt hat. Das heißt, er übernimmt den Hund, setzt zwei Korrekturen, ne? Und dann läuft das Tier. So. Ja. Ja. So ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben vermehrt Frauen kamen und die haben dann immer erzählt, ja, also die erste Frage ist dann immer, ja, und was passiert, wenn ich das jetzt so mache und mein Mann anders, geben wir ja eigentlich immer die Antwort, gar nichts, Ja. das Hunde Ja. können ja differenzieren. Ja. Und dann nach so ein paar Wochen kommt dann, ja, mein Mann würde jetzt auch gern mal ein Ja. Training besuchen, weil die Männer, glaube ich, einfach überzeugt werden müssen, dass Dinge funktionieren. Und Ja, dann sind die auch on fire. das stimmt. Ja. Okay. Nächste Frage. Was tut ihr, wenn euch eine negative Emotion überschwemmt in genau diesem Moment? Sowas wie eine wirklich schlechte Nachricht oder ein typischer Streitauslöser, der auch von einer Sekunde auf die andere zum Explodieren bringt. Später zu Hause auf der Couch aufarbeiten ist klar, da gebe ich mir Mühe, das auch zu machen, aber eben sozusagen erste Hilfe in genau dem Moment, in dem man das Gefühl hat, man explodiert. Ja, das sind genau die zwei richtigen, glaube ich, Ja, gefragt. genau. Also ich meine, also ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Frage, hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, vor 20, vor 30 Jahren, ich hätte die anders beantwortet als heute. Also, weil man lernt ja dazu. Aber die Schwierigkeit an der Frage ist,
Man muss halt, also Frage ist eigentlich einfach zu beantworten. Ich müsste nur die Rahmenumstände kennen, weil bin ich in einer Situation, wo ich die Emotion zulassen kann, oder bin ich in einer Situation, wo ich die Emotion nicht zulassen kann? So, weil das ist ein Unterschied, ja? Und wenn ich in einer Situation bin, wo ich die Emotion nicht zulassen kann, frag mich nicht, keine Ahnung, ich mache gerade einen Vortrag vor 200 Leuten, irgend sowas, weiß ich nicht, ja? Dann empfehle ich, weil sie gesagt hat, in Ruhe auf der Couch. Ja, ich empfehle jedem, also in der Regel auch meinen Trainern, du brauchst einen Schutzmechanismus. Ja, man könnte auch böse sagen, für so sehr emotionale Situationen brauchst du einen Schutzpanzer. Oder wie das in meinem Fall der Fall ist, eine Schutzwand. Und zwar eine Wand aus Beton. Ja, und das sind Sachen, die man tatsächlich in Ruhe üben muss, sich das vorzustellen, ja, dass einfach so eine Betonwand hochfährt und alles, was von außen kommt und bei mir irgendwas auslösen könnte, abprallt, ja. So, wenn ich arbeite zum Beispiel mit Kunden, stelle ich mir sowas nie vor, weil das wäre ja verheerend, ja, weil da kommen ja nicht nur die Sachen nicht durch, die du nicht willst, sondern alles, ja. Wenn ich jetzt mit Kunden arbeite, zum Beispiel, stelle ich mir immer so eine lila Folie vor, die ich um mich herum habe, die total stabil ist, also wo du nicht mal eine Nadel reinstechen kannst, das Ding platt und total stabil ist, aber die ist flexibel, ich kann da durchgucken und so weiter, ja. So, also das heißt, ich bin in der Situation, die Emotion nicht zulassen zu können, dann nehme ich mir ein entsprechendes, in meinem Gehirn abgespeichertes Bild, fahre es hoch. Ich sage nicht, damit hast du es komplett im Griff, aber es ist besser als nichts. Die meisten Menschen, die ich kenne und Hundetrainer erst recht, haben davon noch nie was gehört, ja, von dieser inneren Abgrenzung. Genau. So, und das andere ist, bin in einer Situation, ich kann die Emotionen zulassen, und das war das, wo ich gemeint habe, da hätte ich vor 10 Jahren anders geantwortet. Dann lasse ich es voll zu. Was auch immer das bedeutet, Jules, ich lasse das Ganze, das hätte ich früher nie gemacht, ja, ich lasse das ganze Ding laufen mit allen Konsequenzen, ja, schreien, heulen, trampeln, auf was draufschlagen, ne, wenn ich in einen Rahmen habe, wo ich die Emotionen fließen lassen kann, und es geht nicht darum, was denken andere von mir, ist mir scheißegal, sondern was ist innerhalb dieses Rahmens überhaupt in der Situation möglich, dann raus damit. Das Beste, was du tun kannst, raus damit. Das muss weg. Wir sind leider nicht so erzogen, damit umgehen zu können. Und als Kind sollten wir schon nicht wütend sein, ne, nicht so unsere Emotionen so nach außen tragen, nicht laut sein, nicht bla, das durften wir alles nicht. Also haben wir gelernt, das zu unterdrücken. Somit haben wir nie gelernt, was passiert eigentlich, wenn ich es rauslasse. Und meine persönliche Erfahrung, das ist ganz individuell, ist, lass alles raus, lass einfach alles raus, und dann ist es nämlich auch draußen. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage überhaupt richtig beantwortet. Ja, also ich finde es sehr richtig. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Sehr gut. Ich kann vielleicht noch sagen, wenn mich was sehr triggert, dann ist es für mich sehr, sehr schwer, die Emotion nicht rauszulassen. Egal in welchem Moment, ob ich den Rahmen dazu habe oder nicht. Mittlerweile ist es aber wirklich so, dass ich ganz, ganz gut differenzieren kann, beziehungsweise erstmal atmen. Das habe ich von der lieben Elli gelernt. Ja. Deswegen super, dass du sie ins Team geholt hast. Ja. Und dann nochmal drüber nachdenken. Also da habe ich aber ganz, ganz viel an mir arbeiten müssen. Ja. Okay, weiter im Text. Was waren bisher eure schlimmsten Erfahrungen mit Hunden? Oh, das kann ich sofort erzählen. Also frag mich nicht wieder, wie alt ich war, als ich war als Hundetrainerin tätig, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Und ich war, habe ein Seminar gegeben in so einem Gebrauchshundeverein. Und da war ein Typ, der hatte mich irgendwie auf dem Kieker. Also muss ziemlich, ziemlich am Anfang gewesen sein, weil ich war, der hat gedacht, weißt du, so ein junges Blondchen, was erzählt mir hier mit 50 Jahren Hundeerfahrung irgendwas über Hunde. Und das war ein Diensthundeführer, allerdings vom privaten Sicherheitsdienst, das sollte ich dazu sagen. Jetzt, wenn das einer von der Polizei gewesen wäre, wäre der seinen Job los gewesen. Und genau, und dann, und da hat es sich alles so angeguckt, und das so,
Das Ding ist halt, wenn ich auf dem Seminar, und es kann ja immer wieder passieren, Menschen habe, ne, die nicht mit mir in Resonanz gehen, dann übergehe ich die. Das heißt, ich gucke die nicht an, spreche nicht mit denen gar nichts, zu meinem eigenen Schutz. Ja, weil ich will nicht, dass diese Energie bei mir ankommt. Aber immer über den drüber geguckt. Je mehr ich über den drüber geguckt habe, umso angepisster war der irgendwie von mir. Und dann hat er zu mir gesagt, in der Mittagspause, glaube ich, war das, ich glaube nicht, dass es offizieller Teil vom Seminar war, du sage mal, ich habe einen Rottweiler, kannst du mir den aus dem Auto holen? Und dann gucke ich den so an und denke, was ist der jetzt von mir? Also aus dem Hänger, der Hund war im Hänger. Hat auch einen Maulkorb drauf, kann nichts passieren. Und denke ich so, dann weiß ich, habe mir gedacht, na, weißt du, also ich meine, keine Ahnung, hast du jetzt Bilder im Kopf? Also ich hatte keine, ja. Also außer, dass es halt ein Idiot war, ja, das hätte ich vielleicht fertig denken können. So. Gut, auf jeden Fall, ich öffne die, der Hund sitzt mit Rottweilerrüde, groß, schwer, mit Maulkorb im Auto, im Hänger. Und ich mache die Boxentür auf, die Leine war schon drangehangen. Der Hund ist relativ körpersprachlich, also normal, wie so ein Rotti halt so ist. Und ich hole den raus und dann hatte ich den Typen, oder hat sich bewusst dahingestellt, weiß ich nicht, im Rücken. Also ich habe den nicht gesehen. Und andere haben mir dann gesagt, die drumherum standen, der hat dem Hund ein Handzeichen für Angriff gegeben. Rottis mit Maulkorb, wo man ja denken würde, na, so schlimm ist das nicht, das Metall-Maulkorb auf mich losgegangen. Also gefühlt, keine Ahnung, minutenlang. Der hat mir immer wieder, die haben Stoßkorb, diese Hunde machen Stoßkorbarbeit, ja, dass die immer wieder mit dem Korb auch in dich reinstoßen. Und ich habe heute noch, also keine große Stelle mehr, aber eine Erinnerung auf meiner Brust an diesen Vorfall. Und das war das Schlimmste, was ich erlebt habe. Das war auch etwas, was mir in der Art nie wieder passiert ist, zumindest nicht in dieser Konstellation. Ich habe mir das ganz genau gemerkt, was das für ein Typ war und so weiter. Und ich war natürlich auch noch recht unerfahren. Und ich hatte danach locker 10 Jahre, konnte ich nicht mit Rottis arbeiten. Das ging nicht. Also ich hatte mein Gehirn, hat natürlich überhaupt nichts mit Rottis zu tun, ne? Aber mein Gehirn hat die Verknüpfung gemacht. Und dann irgendwann hatte ich im Einzeltraining, genau, und in der Zeit habe ich alle Rottweiler an Micha abgegeben. Also ich habe die gar nicht gesehen oder gearbeitet. Und dann irgendwann habe ich ihn besucht, hat mit Rotti Rüde und Rotti Hündin gearbeitet, so an dem Ort, wo wir da unseren Hundeplatz hatten und so. Und da war ein Rotti Rüde. Und der hat mich versöhnt. Der war einfach nur nett. Der war so nett. Der war so nett. Und ich habe hinterher echt Tränen in den Augen gehabt, weil ich gesagt habe, du hast alles wieder gut gemacht. Schön. Weißt du, ja, das war mein Erlebnis. Soll ich meins auch noch erzählen? Ja, ich war ja sehr, sehr lange im Tierschutz aktiv und meine Schwester hat einen Pflegehund aufgenommen, der hatte, oh, ich weiß gar nicht mehr, 40 Kilo, 60 Kilo, ich weiß gar nicht, irgendein Herdenschutzhund-Mischling. Der war vermittelt, ich habe dich übers Wochenende auf Lehrgang besucht, Anita, und also Freitag ist er ausgezogen, ich war dann Freitag bei dir, Samstag bei dir, Sonntag bei dir, Samstag früh wurde ich dann schon von der Endstelle, also von den Adoptanten angerufen, der Hund müsste weg, der hat gebissen, und ich so, naja, das kann doch gar nicht sein, bei meiner Schwester war der total tiefenentspannt. Ja, meine Schwester hat den Hund wieder geholt, Sonntagabend kam ich dann auch heim, bin dann hoch zu ihr gegangen, um sie zu fragen, ob alles gut wäre und wie das gelaufen ist mit dem Hund und so. Sie so, nee, alles gut. Ich habe mich dann zu ihr aufs Sofa gesetzt. Der Hund kam dann neben mich, hat sich streicheln lassen und auf einmal hat er mich in die Hand gepackt. Hat nimmer losgelassen. Ich habe dann mit der linken Hand versucht, das Maul aufzuhebeln, habe es dann auch geschafft und dann kam er mir direkt ins Gesicht geflogen. Ich habe ihn dann weggetreten, dann kam er mir zweimal gegen die Beine geflogen und dann habe ich den nur noch abbringen können, mich zu attackieren, indem ich mit einer Decke über seinen Kopf, also die gestülpt hat. Das hat nichts mit irgendwie Luftabschneiden zu tun gehabt, sondern einfach, dass der mal raus aus seinem Film genommen wird. Und
während so der Schock dann ein bisschen nachgelassen hat. Zuerst habe ich mir gedacht, gut, nicht so schlimm, an der Hand sind es oberflächliche Wunden, sagt meine Schwester Julia, dein Bein. Und dann hat sich auf meinem Bein schon mords die Blutlache entwickelt. Ich habe die Hose hochgezogen und waren halt fette Fleischwunden. Und dann, ja, war klar, ich muss ins Krankenhaus, bin dann auch operiert worden am nächsten Tag und war erstmal ein bisschen lange Zeit bettlägerig. Und das, also ist mir vorher halt noch nie passiert, dass mich so ein Hund attackiert hat, war letztendlich aber für mich sehr, sehr wertvoll, auch wenn man das nicht glauben mag. Aber ich habe bewusst oder aktiv meine Angst bekämpft. Sonst hätte ich die Ausbildung bei dir gar nicht zu Ende bringen können. Und mittlerweile, also ich kenne das, was du sagst mit dem Rotti, dass das dich, dass du keine mehr arbeiten konntest. Bei mir ist es tatsächlich mit großen, plüschigen Hunden auch ein bisschen schwieriger geworden. Ist nicht so, dass ich Angst habe, aber dieser nötige Respekt, der ist halt noch immer da. Aber ich komme, wie wir ja gesehen haben, beziehungsweise hatte ich dir ja das auch draufgequatscht. Ich hatte am Donnerstag eine etwas lieblose Begegnung mit mit einer Schäferhündin. Das habe ich durchgestanden und da war ich sehr, sehr stolz auf mich, weil ich das einfach ausgehalten habe. Und Und weißt du, ich meine, ich sage in der Ausbildung ja auch, zumindest an die, die mit aggressiven Hunden arbeiten wollen, ne? Und jetzt nicht der Durchschnitt nicht, ne? Aber sage ich immer, und es tut mir furchtbar leid, wahrscheinlich werde ich jetzt geschlagen von allen da draußen, um zu wissen, ob du mit aggressiven Hunden arbeiten kannst, musst du gebissen werden. Und zwar nicht mit Maulkorb. Du musst das fühlen, wie sich diese Energie, diese, ne, dieses Krasse, das muss man fühlen. Und wenn man das gefühlt hat, dann kann man auch beurteilen, mache ich oder mache ich nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, als Motte noch fit war, habe ich ja noch mit meinen ganzen Trainerassistenten, die war ja, ja, also rudimentär im Schutzdienst gearbeitet, allein diese Übung, dass die abfangen sollten, wenn die in den Ärmel beißt, das hat den meisten schon gereicht. Nur diesen Druck, die Energie vom Hund zu spüren, ja, das hat schon gereicht. Ja, Ja, war. also es ist nicht ohne, das hat mich auch geprägt, aber es hat für mich die Dinge dann auch vereinfacht, beziehungsweise ich habe den Absprung vom Tierschutz geschafft, beziehungsweise vom Tierschutzverein. Da bin ich dann ja rausgegangen, das hätte ich vorher nie gemacht, weil immer noch der Hintergedanke war, es geht ja um die Tiere und nicht um die Ja. Menschen, die dahinter stehen. Ja. Also ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung mittlerweile. Natürlich hätte das ein bisschen dezenter auch. Nee, wobei gar nicht. Wenn es bei mir dezenter gewesen wäre, dann hätte ich wieder tausend Ausreden gefunden, das nicht zu beenden. Von Ja. daher alles gut, so wie es war. Manche müssen im Rollstuhl landen, die anderen müssen im Krankenhaus landen. Ja, genau. Naja. Okay, gut. Dann mal wieder eine relativ normale Frage. Also normal im Sinne von nicht so ganz krass. Anita, für eine normale, normale Hundehalter, außer Border Collie, welche Rasse empfiehlst du? Welche Rasse ich empfehle für normale Hundehalter? Also in der Regel, wenn mich das jemand fragt, empfehle ich den Elo. Der Elo ist also eine Mischung, die allerdings schon sehr lange als Rasse meiner Meinung nach anerkannt ist. Ob im VDH, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Elos gibt es in groß, in klein, langes Haar, kurzes Haar, Rauchhaar, such dir was aus. Und das ursprüngliche Zuchtziel war, einen Familienhund zu züchten. Also das war das ausgesprochene Ziel. Und man hat mit den Elos bei der Anfangsselektion, das hätte man vielleicht mal weitermachen sollen, hat man zum Beispiel Dinge so ausschließen wollen, wie dass die Hunde jagen. Und da waren die Elos dann in so einer Box und da wurde so ein künstlicher Hase vorbeigezogen. Und jeder, der auch nur geguckt hat, wurde rausgenommen aus der Zucht. Ja. Nun gut, die meisten Elos, die zu uns kommen, jagen. Also irgendwann ist da unterwegs was schiefgegangen. Aber das ist eine Rasse, die ich empfehlen würde. Alle anderen, und weil da ne, dieses kein Border Collie, also ich würde niemals einem normalen Hundehalter einen Border Collie empfehlen. Niemand. Ja. Ja. So, fertig, ist einfach so. Genau. Also ich lege mich mal auf eine Rasse fest. Es gibt bestimmt noch mehr Rassen. Aber beim Elo finde ich gut, dass die meisten. Also ich glaube, ich kenne gar keinen aggressiven Elo, gar keinen. Die meisten sind sehr nett und es ist einfach von der Optik, die ja nun mal für viele Menschen auch
entscheidend ist, haben sie halt viel Auswahl. Genau. Ja. Ich, also nur mal, war jetzt gar keine Frage, aber ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, ich sage übrigens nie den Labrador. Ich finde, Nee. Labbis sind keine Anfänger. Nee. 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 Und Sam sagt auch, er sieht es genauso, falls man ihn gehört hat im Hintergrund. Ach ja, okay. Eine Frage an mich: Wann wird HTS dein Hauptjob? Tja. Ist dieses Jahr noch nicht geplant. Aktuell arbeite ich ja 3 Tage die Woche und habe 2 Tage frei, in Anführungszeichen. Aber dieses Jahr ist es noch nicht geplant. Mal schauen, was nächstes Jahr so bringt. Ja. Genau. Okay, dann wieder mal was Längeres. Vermenschlichung des Hundes ist doch immer wieder Thema. Wie erkenne ich diese und wie gehe ich am besten damit um? Beziehungsweise wie kann man sowas umgehen? Dann ist da noch eine Erklärung, die würde ich jetzt aber nicht vorlesen. Wie macht ihr beiden das? Fallt ihr auch in so Menschenmuster? Wie macht ihr das, dass der Hund eure Stimme bekommt und trotzdem ein anderes Individuum bleibt, so wie er gedacht ist? Naja, also das ist ja so ein Kernding bei HTS, ne? Nämlich, das kommt auf meine Einstellung an. Es kommt, also ich kenne niemanden, den man antrainieren kann, seinen Hund nicht zu vermenschlichen, der das tut, außer als wirklich verstanden, warum er es nicht tun sollte. Ja, aber Vermenschlichung hat natürlich unglaublich viele Facetten. Ich nehme jetzt mal ein paar Dinge raus, für mich jedenfalls, ja, also Menschen, die ihre Hunde bei jeder Gelegenheit oder auch Nicht-Gelegenheit zutexten, da muss ich echt schnell dran vorbeigehen, wenn der Hund so unfassbar zugelabert wird, weil das impliziert unterbewusst, er versteht das. Und ich finde es total unfair, und es ist auch eigentlich die Antwort auf die andere Teilfrage. Ich finde es unfair und respektlos, dem anderen Lebewesen gegenüber meine Form von Kommunikation aufzustülpen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie kommuniziert denn dieses Wesen? Ja, mal davon abgesehen, dass es unheimlich viele Negativeffekte hat, wenn man den Hund da den ganzen Tag so zulabert, ja. Und das andere, weil also das ist eine Frage, ganz ehrlich, Jules, da kann ich eine Stunde drüber reden, ja. Das andere ist einfach das, aber und dafür habe ich aber auch nichts getan. Ich persönlich, ich wollte jetzt sagen, dass ich eine innere Distanz zu meinen Hunden habe, aber das ist überhaupt nicht richtig. Ja, das trifft die Sache nicht. Aber es sind Hunde. Es sind bei allem immer noch Hunde. Das meine ich überhaupt nicht abwertend oder so, ja. Aber es sind Hunde und ich bin eben ein Mensch. Und ich habe entschieden, sie konnten nicht frei wählen. Ich habe entschieden, dass sie bei mir leben. Und wenn das so ist, dann bin ich aber auf der anderen Seite dafür verantwortlich, mich mit ihnen in einer Sprache auseinanderzusetzen, die sie nicht abstumpfen lässt und die sie auch wirklich nachvollziehen können. Ich möchte jetzt an der Stelle bitte nicht, dass das falsch verstanden wird. Gerade der Kleine, also Mika, den erzähle ich Sachen. Ach Gott, wie niedlich er aussieht. Und ob er das weiß, wie niedlich er ist. Und so weiter. Aber ganz wichtig, das tue ich nie, nie, und zwar kein einziges Mal, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Sondern das tue ich, wenn er mir, und der ist noch schlimmer als Rudi, mir seine Aufmerksamkeit schenkt. Also der kommt am Tag, frag nicht, 20 Mal, springt am Rollstuhl hoch, springt mir auf den Schoß und dann schmuse ich den. Und dabei erzähle ich ihm alles, was ich auf dem Herzen habe. Verstehst du? Ja. Aber da geht es mir dann darum, eine Stimmung zu übertragen und nicht zu denken, der versteht mich wirklich. Das tut er nicht. Der hat keine Ahnung, was ich da laber. Das war die Kurzversion. Vielleicht sollten wir das nochmal in irgendeiner Folge aufgreifen, weil das ist eine sehr interessante
sehr tiefsinnige Frage, die ich jetzt gerade nur sehr oberflächlich beantwortet habe. Okay, ich merk's. Okay, wenn wir schon bei Mika sind. Warum, wie hat sich Anita für den Border Collie als ihre Rasse entschieden? Ja, das schließt so ein bisschen an die Folge an, die wir mit Kismir hatten. Und da habe ich ja schon gesagt, ich bin ein Mali-Typ. Ich war schon immer ein Mali-Typ. Sowohl optisch als vom Charakter her. Und der Border Collie war auf meiner Liste die absolute Anti-Rasse. Okay. Also etwas, wo ganz oben stand, diese Rasse holst du dir niemals. Niemals. Auf gar keinen Fall. Warum? Pottenhässlich. Ah, okay. Richtig hässlich fand. Und ich, die, weiß ich nicht, ich, nee. Kennst du das nicht? Siehst du einen Hund und denkst, nee, auf keinen Fall. Und wir hatten ja einen, das war nicht meiner, so. Und der Rest war, zumindest beim Rudi, bei Mika war es was ganz anderes, und beim Rudi, Kommissar Zufall. Das heißt, wir haben Lehrgang gehabt und die Züchterin hat in der Pause erzählt, oh, von dem Wurf sind noch drei Rüden übrig und oh, ist alles so anstrengend. Und dann habe ich einfach aus Scheiß gesagt, ah ja, dann gib mir doch einen. Ich hatte ja Winterpause, gib mir doch einen. Ich erziehe da so ein bisschen rum, ne? Und wenn du dann Besitzer, wenn du den dann verkauft hast, dann gebe ich ihn dir wieder zurück. Naja, ha, ha, ha. Das hat natürlich nicht geklappt. Und der ging natürlich nicht wieder zurück nach 3 Wochen. Und ich habe auf einmal die Vorzüge dieser Rasse gesehen. Also, oder sagen wir mal vorsichtig, die Vorzüge von Rudi, dass der Hund, dass ich denke, dass wirklich immer noch jeden Tag, ich wünsche mir, dass alle Hundehalter so über ihre Hunde denken würden, wie ich jeden Tag. Also ich denke immer noch, der ist 7 jetzt, jeden Tag, das was für ein Wahnsinnshund auf allen Ebenen. Die Kompetenz, die er hat, die Sozialkompetenz und gleichzeitig die Führigkeit und so, Wahnsinn. Und da habe ich mich total rein verliebt. Also das war halt, ich habe es, glaube ich, beim oh, vorletzten Mal gesagt, ne? Border ist für mich wie ein Mali, nur ohne Aggression. Ich So, glaube, beim ne? letzten Und Mal ich, hattest du es gesagt, ja. genau, und das sieht man jetzt natürlich bei dem Kleinen auch. Genau das, also das null, 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 null. Null, 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 irgendwas in Richtung Aggression. Null. Nicht gegen Menschen, nicht gegen andere Hunde. Nicht. Der ist frech und der ist alles Mögliche, aber da siehst du das, der ist einfach nur lieb. Ne? Ist einfach nur lieb. Und trotzdem muss man sagen, Rudi ist ja eine Mischung aus Showlinie und Arbeitslinie. Und Mika ist reine Showlinie, aber diese Rassebeschreibung hat der nicht gelesen. Also. Das ist für mich ein derart, dass das so ein aktiver Hund, nicht überdreht, ne, aber aktiv, das ist so ein aktiver Hund, der will lernen. Weißt du? Der Rudi hat gesagt: Boah, komm, das bisschen Namenstraining und Platz ist aber gut für heute. Ne? Der sagt, der steht vor und sagt: Was kannst du mir nicht noch? Ne, Salto ist rückwärts und ich bin ja nicht so ein Trick. Ja. Jedenfalls, genau, so bin ich. Auf den Border gekommen. Und es kommt auch nichts anderes mehr ins Haus. Also ich werde keine Experimente mehr. Ja. Ja, und die sind doch so toll. Und seit ich den Rudi kenne, habe ich mich auch so in Border verliebt. Ja. Wobei man wirklich sagen muss, das ist ein Ausnahmehund. Also Ich das weiß, ist ich weiß. einfach ein Ausnahmehund. Ja. Der Beste überhaupt. Ja. Okay, Ja. eine Ja. sehr persönliche Frage. Du kannst auch Nein sagen, wenn du sie Okay. nicht beantworten möchtest. Du erzählst im vorigen Podcast über deine Eltern nicht wirklich schöne Sachen. Wie hast du es geschafft, mit deinen Eltern Frieden zu schließen? Hast du auch in deinem Herzen Frieden zu diesem Thema? Sowas ist ja das ganze Leben irgendwo präsent. Haben dir die Hunde dabei geholfen? Ich hoffe, die Frage ist nicht zu persönlich. Die Frage ist sehr persönlich, macht aber nichts. Also erstmal hinten angefangen, nein, die Hunde haben nichts damit zu tun. Wie ich das verarbeitet habe, tatsächlich haben mir meine Eltern selbst geholfen, aber nicht indem sie was Aktives getan haben. Also zum einen ist es so, dass mein Vater, also meine Eltern sind beide tot, die leben nicht mehr. Mein Vater. Ich bin da wieder so schlecht in Jahren, frag mich nicht. 2011, 12, such dir was aus. War der im Urlaub in Polen und
Ich wurde angerufen, dass er dort einen Schlaganfall erlitten hat, und mein Bruder und ich sind dann dorthin geflogen. Und also mein Halbbruder und ich. Und als wir dort ankamen, haben die Ärzte ganz, also der war gar nicht ansprechbar, haben die Ärzte ganz klar gesagt, das wird nichts mehr, das könnt ihr vergessen. Ja. Und also Pflegefall auf Deutsch. Ja, Ja. ja. Und dann nach so einem Tag oder zwei habe ich zu meinem Bruder gesagt, was macht er denn da mit seinen Augen? Der zuckt da dauernd mit den Augen irgendwas rum. Und dann habe ich den Arzt gefragt, ob da irgendwas nicht. Nee, sagte, das sieht aus, als würde er das bewusst machen. Ich sage, alles klar. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, und dann haben wir eine Buchstabentafel gebastelt. Und weil er hören konnte, uns ja verstehen, ne? Und haben ihm gesagt, ne, einmal zwinkern, ich weiß es gar nicht mehr, einmal zwinkern ja, zweimal zwinkern nein. Und so sind wir diese Buchstabentafel durchgegangen und haben daraus Wörter zusammengesetzt. Ja, damit er Krass. unsere Fragen beantworten konnte, im Sinne von, ne, was, ne, hast du Schmerzen, bla bla bla. Und das war dahingehend unfassbar wichtig, dass er unbedingt nach Deutschland ausgeflogen werden wollte. Unbedingt. Er ist ja selber Chirurg gewesen. Und das war schwierig, weil die Ärzte gesagt haben, das schafft er nicht. Der kriegt den Druckausgleich nicht hin. Ja. Na gut, er wollte das aber unbedingt. Und mein Vater ist ja noch schlimmer als ich gewesen. Also habe ich gesagt, okay, einzige Möglichkeit auf eigenes Risiko musst du das machen. Das wollte er. Und dann wurde er mit dem ADAC ausgeflogen aus Polen. Und über der Klinik in Frechen hat der, wie von den Ärzten vorausgesagt, einen Herzstillstand gehabt. Das heißt, da Reanimation über der Klinik. Dann haben die in der Luft gestanden. Dann haben sie ihn zurückgekriegt. Dann sind sie. Wollten runter auf den Landeplatz. Dort hatte er die zweite, also zweiten Herzstillstand, Reanimation. So. Und dann, also er hat es überlebt, und dann war er im Krankenhaus, und dann habe ich ihn besucht nach, ich kann es nicht sagen, keine Ahnung, 2, 3 Tagen, I don't know. Ja. Da hat der schon, also du hast kein Wort verstanden, aber er hat immerhin überhaupt versucht zu sprechen. Ja, so. Na, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Also alle Prognosen, alle gestellten Prognosen wurden über Bord geworfen. Es hat nichts gestimmt, was die Ärzte gesagt haben, ja. Ich kürze ab. Das Ende vom Lied war, dass er nach 3 Monaten nochmal Schlaganfall und 2 Reanimationen. 3 Monate danach konnte er wieder so sprechen, dass du ihn verstehen konntest. Also nicht gut verstehen, aber du konntest ihn verstehen, wenn du dir ein bisschen Mühe gegeben hast. Und von den ganzen Lähmungen ist nur der linke Arm übrig geblieben. Alles andere in den Beinen, alles hat wieder funktioniert. Und ja, warum hat mich das versöhnt? Mein Vater war in meiner Kindheit sehr gewalttätig, hat mich misshandelt, und zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben, als ich habe das Revue passieren lassen, was der eigentlich da vollbracht hat, ich sollte vielleicht sagen, mit 78 Jahren. Und auf einmal war ich stolz, seine Tochter zu sein. Ich war stolz, diese Gene in mir zu haben. Und war froh, dass ich seitdem ich weiß, egal was in meinem Leben passiert, ich schaffe das. Ich schaffe das, weil ich habe seine Gene. Und er hat nie aufgegeben und er hat gekämpft. Ja, und das war die Versöhnung mit meinem Vater. Also er hat aktiv nichts dazu getan. Gespräche waren noch vollkommen fruchtlos schon immer. Die älteren Menschen verklären das dann doch sehr gerne im Nachhinein. Und mit meiner Mutter, meine Mama war eine liebe Mama, aber halt sehr, sehr auf sich bezogen auch. Eine ganz berühmte Tänzerin gewesen in Polen. Dann in Deutschland war sie auf einmal niemand. Depressionen, das ganze Programm, das war alles sehr schwierig. Und
Also ich habe sie nie so für voll genommen, so ein bisschen, ja, nie so für ernst genommen, weil ich weiß nicht, ich vielleicht auch, weil mein Papa immer so schlecht über sie geredet hat, aber ich fand sie immer so ein bisschen einfältig und so. Und meine Mama hat mich immer so einmal die Woche angerufen und dann waren die Gespräche eigentlich immer gleich. Hat sie gesagt, hey du, oh, ich habe mit der und der telefoniert und so, die hat die und die Krankheit und ich habe nichts, guck mal, ich habe nichts, ne? Und da ist der und der gestorben, ach guck mal, ne? Und ich habe nichts, einfach beim Arzt, ich habe nichts, ich habe nichts. Ne? Ja, Kettenraucherin natürlich, meine Mutter. Und ich habe immer schon gedacht, ob das gut ist. gut, jedenfalls irgendwann rief sie an, da war sie 76 und hat gesagt, jetzt habe ich doch was. Ich sage, was denn? Und dann sagt sie, Lungenkrebs. Sag ich, naja, wir rauchen, ne? Dürfen wir jetzt nicht so tun, als wüssten wir nicht, welche Risiken da bestehen und so. Und ich sage, aber wie geht's dir? Ja, es geht gut, es geht gut. Ich sage, gut, alles klar. Und dann bin ich natürlich direkt hingefahren. Und dann habe ich sie gebeten, den Befund mir mitzugeben, damit sich das nochmal ein Arzt, den ich sehr gut kannte, anschauen konnte. Und dann guckt er sich die Bilder an, guckt mich an und sagt, er sagt, wo ist sie? Ich so, verstehe die Frage nicht, wo ist sie? Zu Hause? Nicht im Hospiz. Ich sage, nein, wieso? Und dieser Tumor war, die komplette eine Hälfte der Lunge war nur noch, bestand nur noch aus Tumor. Auf der anderen Seite war das schon nach hinten reingewachsen. Also sie hätte eigentlich, sie wusste halt nicht oder hat es nicht verstanden. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, so. Und dann war ich wieder bei ihr und dann hat sie gesagt, so, also sie hat, es wird jetzt ein bisschen schlechter, sie kriegt nicht mehr so gut Luft und so. Und sie wollte mir nur sagen, also sie wird das Ganze alleine beenden. Ja, sie wird nicht warten, bis sie stirbt. Sobald die Schmerzen so groß sind, dass das nicht mehr erträglich ist, wird sie, ja, ne, nimmt sie Schlaftabletten und so. Und dann habe ich auf sie eingeredet wie auf ein Pferd. Ich habe gesagt, Mama, ich habe vollstes Verständnis und vollsten Respekt dafür, dass du das selber beenden möchtest, dass du dich da nicht irgendwo elendig, ne, abkratzen willst. Verstehe ich. Aber das geht ja auch in der Schweiz. Dachte ich zu dem Zeitpunkt jedenfalls, ja. Ich sage, ich fahre mit dir auch dahin. Ich drücke sogar die Spritze, wenn es sein muss, wenn es das ist, was du haben willst, aber bitte mach das nicht alleine. Ja, das war eine schöne Idee. Also, dass du hier am Wartelisten, bis der Arzt kommt. Ja, es war klar, dass, naja, oh, ich muss ein bisschen abkürzen. Ja, und dann jedenfalls eines Tages rief sie mich an und sagt, so, es ist jetzt soweit, ich soll jetzt kommen. Wir müssten nur noch eine Sache erledigen, das ist eine Bankvollmacht für mich, damit ich an ihr Konto komme. So. Und dann fährst du dahin und ich kann dir sagen, mit einer Sache ist Schluss. Deine Mama nicht mehr ernst nehmen. Mir war nämlich klar, die meint das ernst. Das ist auch kein Mensch für Drogen oder so gewesen, ja. Naja. Auf jeden Fall, wir waren dann bei der Bank. Da es war schon sehr schlecht dann mit Laufen und Luft kriegen und so. Na jedenfalls, also das werde ich nie vergessen, diesen Nachmittag, wie ich da wieder nach Hause gefahren bin, im vollen Bewusstsein, was sie vorhat. Im vollen Bewusstsein, was sie vorhat. Und dann war ich zu Hause und dann wurde es 8, es wurde 9, es wurde 10. Und auf einmal dachte ich, naja, also wenn die jetzt da keine Ahnung, wie viele Schlaftabletten genommen hat und das hat geklappt und die ist eingeschlafen, dann ist ja gut. Aber was, wenn nicht? Verstehst du? Was, wenn sie erbrochen hat und am Ersticken ist? Verstehst du? Das hatte sie nicht berechnet und ich auch nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe, wenn die jetzt, ne, was, wenn das jetzt alles nicht funktioniert? Ja. Ja, und dann habe ich die Vermieterin angerufen, die hat oben drüber gewohnt, habe gesagt, können Sie mir bitte einen Gefallen tun? Ich erreiche meine Mutter seit Tagen nicht und so. Können Sie mal runtergehen und gucken, wie es ihr geht? Und das hat die dann gemacht und sagt zu mir, also sie atmet, aber sie ist nicht ansprechbar. Und
Die naive Anita hat dann gesagt, ach so, ja, dann ist ja alles gut. Ich wollte nur wissen, ob Sie gut kennen. Dann sagt sie zu mir, Sie haben mich nicht verstanden, sie ist nicht ansprechbar. Ich sage, ja. Und dann sagt sie, nee, das ist unterlassene Hilfeleistung. Ja, dann mussten wir halt einen Rettungswagen. Ja. Ja, aber wie krass ist das auch, dich in der Verantwortung zu lassen, weil letztendlich ist es trotzdem Ja. unterlassene Hilfeleistung, wenn du darüber Bescheid weißt. Ja. Naja, jedenfalls hat sie, ist sie dann im Krankenhaus aufgewacht. Das hat dann aber nur 3 Tage oder so gedauert. Sie war dann im Hospiz tatsächlich. Nein, 3 Tage nur gedauert. Und am 24. Dezember hat sich Mutti mit einem großen Auftritt dann verabschiedet. Und ja, also insofern war Mama mit beiden bin ich total im Frieden. Und zwar, weil beide, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Ich will nicht sagen, sie haben etwas getan, aber es hat sich etwas entwickelt oder etwas gezeigt, was mir gezeigt hat, dass beide großartige Menschen waren. Großartige Menschen, die sehr mutig waren und sehr durchsetzungsfreudig und so. Und ich freue mich einfach, aus heutiger Sicht solche Eltern gehabt zu haben. Zu dieser Frage, also wir sind jetzt auch am Ende angelangt. Ich habe noch ein, zwei, drei, 12 Fragen übrig, aber mit dem Podcast soll es ja weitergehen. Und das passt auch ganz gut zu der letzten Frage. Was sind eure zukünftigen Pläne für den Podcast? Damit würde ich einfach abschließen wollen, dass wir mit was sehr Schönem noch nach Hause gehen. Ja, also von meiner Seite, Anita, der Podcast wird nie enden. Wir werden, bis wir alt und grau sind, werden wir alle 2 Wochen zusammensitzen und Podcast aufnehmen und Stories aus deinem oder unserem Leben erzählen. Ja, das kommen ja Gott sei Dank immer wieder neue dazu. Ja. Siehe Unfall. Also ehrlich gesagt haben wir also so richtig dolle Gedanken haben wir uns dazu nicht gemacht. Ich habe den Groß, also ich habe ja das, ich wollte das ja irgendwie alles gar nicht. Ja, Jules hat einfach so lange genervt, bis ich nachgegeben habe. Und als es aber darum ging, was machen wir da inhaltlich, ja, da, das sind halt, das ist meine Geschichte. Und zwar meine persönliche Geschichte. Und das teile ich wahnsinnig gerne. Und natürlich werden wir irgendwann in der Gegenwart ankommen. Aber das Gute ist, dass in meinem Leben ständig irgendwelche krassen Dinge passieren. Oder auch nicht krasse Dinge. Ja, muss halt nicht immer krass sein, die man gerne erzählen möchte. Oder aus den Seminaren, die am Wochenende starten. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ne? Wenn wir irgendwann, und das wird wirklich noch dauern, durch sind mit diesem persönlichen Anita-Thema, dass man dann erstmal allgemeine HTS-Dinge im Podcast erzählt, bespricht. Oder eben sagt, gut, zum Beispiel, wir erzählen mal, was wir alles erlebt haben letztes Wochenende. Also ich will damit nur sagen, Ideen gibt es genug. Vielleicht können wir uns noch Leute einladen in den Podcast. Wäre ja auch mal spannend. Ja, also ich habe jedenfalls nicht vor, das Ende des Jahres das Projekt einzustampfen. Ich auch nicht, also auch noch ganz viel weitere Genau. Jahre. In diesem Sinne, in 2 Wochen geht es weiter mit Anitas Leben. Das war jetzt nur eine Sonderfolge, Folge 10. Genau. Und ich bin gespannt, was noch so kommt. Alles klar, tschüss.